Ja, hallo und willkommen bei einer Diskussionsrunde von der DHU. Mal ganz was Neues. Ich bin ganz gespannt, was heute passiert. Ich habe die liebe Iris dabei, die unterstützt mich. Das ist ganz arg lieb von dir aus dem Produktmanagement. Und Hallo. wir hatten eine Entscheidungsmatrix zum Download bei der Einladung mit drin. Ich glaube, die Iris kann das nochmal posten, dass ihr die runterladet. Das wäre nämlich ganz cool, wenn ihr das inzwischen mal macht. Weil wir fassen heute ja gleich mal eine richtig heilige Kuh an. Und da freue ich mich richtig drauf, weil Mestbrille und Phoropter ist ja für viele ein ganz, ganz dickes Thema. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das wird fast religiös diskutiert, aber nicht unbedingt mehr an Argumenten entlang. Und da möchten wir ein bisschen die Argumente jetzt mal sammeln. Jeder für sich soll sie bewerten, wie wichtig einem dieses jeweilige Argument ist. Und dann, denke ich mal, haben wir eine ganz gute Basis, eine Entscheidung wirklich zu treffen aufgrund von den eigenen Argumenten oder den Argumenten, die man gehört hat, die man einem verständlich sind und die man auch selber gewichtet hat. Also diese Entscheidungsmatrix, wenn ihr auf diesen Link klickt, geht manchmal nicht direkt zum Download. Rechts neben der Datei sind aber drei Punkte. Wenn man die drückt, dann kann man den Download auf jeden Fall starten und dann geht ein ganz normales Excel auf. Das ist eine Diskussionsplattform. Das heißt, ich bitte darum, dass ihr auch mitmacht. Das ist kein Webinar im üblicher Weise, dass ich ganz viel irgendwas erzähle oder jemand anders was erzählt, sondern das lebt eigentlich vom Mitmachen. Dass wir möglichst viele Argumente von allen möglichen Seiten haben und ja, die jeder so bewerten kann. Dazu haben wir ein paar technische Sachen. Wie kann ich mit Zoom arbeiten? Wenn ihr mit der Maus an den unteren Bildschirmrand geht, dann klappt so ein kleines Band unten auf und da findet ihr eine ganz nützliche Funktion, die heißt Handheben. Wenn ihr die drückt, könnt ihr mal probieren, dann können wir euch ein Mikrofon geben, und zwar die Iris auch gleich, wenn ich ihr sie mal zum Co-Host erstelle. So, weil dann können wir euch Mikro geben und ihr könnt einfach selber sprechen. Eine Anmerkung, ein Tipp, ein Argument für oder gegen irgendwas, fände ich super. Der eine hat schon probiert, ein Händchen zu heben, funktioniert also. Finde ich schon mal klasse. Habt ihr alle die Datei geladen oder hat noch jemand eine Schwierigkeit, diese Datei zu bekommen? Der mögt ganz kurz mal im Chat was schreiben, weil dann können wir die euch ja vielleicht auch per E-Mail schicken, dass ihr die habt. Oh, traut sich noch keiner. Scheinbar hat ihr die Datei. Dann würde ich ganz gerne mal meinen Bildschirm freigeben und zeigen, welche Datei bei euch, wie die jetzt bei euch so aussehen könnte, sollte, nämlich eine Entscheidungsmatrix. Die Entscheidungsmatrix hat noch gar nichts drin. Das heißt, ich kann hier Kriterien eingeben, wie zum Beispiel, ich mache mal ein einfaches Beispiel, Preis. Preis könnte ja für jemanden ein richtiges Argument sein. Also ist Preis ein Argument. Dann können wir das einer Gruppe zuordnen. Da habe ich bei der Vorbereitung mir überlegt, drei Gruppen wären da ganz praktisch für mich zumindest. Ihr könnt das selber gruppieren, wie ihr wollt. Für mich ist das ein Argument, was den Augenoptiker mehr betrifft als den Kunden. Da fehlt irgendwas. So, dann können wir einem natürlich auch eine Priorität setzen. Das heißt, für mich zum Beispiel ist Preis ein ganz wichtiges Argument als Neugründer. Das ist für mich ein super wichtiges Argument. Dann würde ich dem vielleicht eine höhere Priorität setzen. Alle Prioritäten sind eins, das ist ein normales Argument. Wenn es ein ganz besonders wichtiges Argument für mich ist, dann könnte ich sagen, das ist zum Beispiel Priorität 2. Wenn es für mich gar kein Argument ist, nach dem Motto, ist mir doch wurscht, was es kostet, ich habe eh genug Geld, dann ist das vielleicht ein Argument mit Priorität 0 oder 0,5, so ein halbes Argument. Kann ja auch sagen, zum Beispiel Preis ist für mich nicht wichtig, weil für mich ist die Messbrille oder Phoropter einfach das wichtigste Werkzeug, was ich in meinem Beruf benutze. Da sind mir die Kosten nicht entscheidend, da spare ich lieber woanders, aber hauptsächlich habe da mein richtiges Instrument. Also, da kann man sich so überlegen, was ist für mich wichtig. So, und da muss ich natürlich einteilen, was macht die Messbrille, was macht meine manuelle Phoropter und automatische Phoropter, was sind das für ein Preiskriterium, ist es ein sehr schlecht einzusortieren oder ist es einfach perfekt? Ich glaube, bei der Messbrille ist es relativ simpel.
Messbrille ist wesentlich günstiger als ein Verrobter, also würde ich sagen, ein Sternchen. Wir haben so die Bewertungskriterien wie bei Amazon. Ein Sternchen ist das Kleinste, was man geben kann, und fünf Sternchen ist das Höchste, was man geben kann. Und wenn man dann einfach mal so sagt, Messbrille ein Sternchen, der manuelle Verrobter kriegt vielleicht drei Sternchen, weil der ist ja schon was teurer, und automatischer als teuerstes kriegt fünf Sternchen, ist also der höchste Preis. Dann seht ihr schon, auf der rechten Seite kommt so ein kleiner Score. Das heißt, hier wird einfach multipliziert, Priorität mit Punkten, und dann wird hier mehr oder weniger dargestellt, was ist dann für mich ein gutes oder ein schlechtes Gerät. Jetzt habe ich natürlich 1 und 5 vertauscht, das ist Quatsch, meine Messbrille ist natürlich das günstige, in dem Fall gut, und der Verrobter 1. Insofern kommt jetzt im Moment Messbrille raus. Also im Preis, das einzige Argument für mich wäre, dann ist Messbrille wohl mein Tool. So, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas im Chat gesehen. Ah, die Excel-Tabelle kann runtergeladen werden. Jetzt habt das. Prima. Ja, Preis war jetzt ein Argument. Das habe ich jetzt einfach mal gebracht. Jetzt, was gibt es denn für Argumente für euch? Messbrille, Verrobter, was ist dafür eigentlich für ein Entscheidungskriterium? Nur Preis kann es ja nicht sein. Da meldet sich eine freundliche Zahl. Ich lese sie jetzt nicht vor. Hallo erstmal. Wenn ich euch Audio gebe, dann kriegt ihr so ein kleines Fensterchen. Da müsst ihr das nochmal bestätigen und dann könnt ihr auch sprechen. Hallo? Jetzt? Jetzt geht's. Passt. Wunderbar. Ja, wunderbar. Sollte keine Zahl sein. Ich bin Bernhard Gemkes. Hallo. Und Kriterium für mich ist Handling. Handling. Das heißt Handling in Bezug auf, ist es für also mich zum Beispiel als Optiker? Zügige Gläserwechsel, möglichst viele Gläser bei der Hand, also ich mache die meisten Refraktionen mit dem Verrobter, zumindest die Fernrefraktion. Mhm. Das heißt, ich sage hier mal leichtes Handling. Ja. Das kann jeder jetzt eintragen, das ist auf jeden Fall... Augenoptiker, ich kriege das Wort Augenoptiker nicht hin. Das ist auf jeden Fall ein Argument mehr für den Kunden oder mehr für den Optiker. Was ist es für dich? Für den Optiker. Für den Optiker, also. Für den Kunden wäre das Argument Komfort. Können wir auch gleich mit dazu. Ja, wenn tun. Ich eine Messbrille aufsetze und habe dann nachher bei einer Prismenrefraktion auf jeder Seite 4-5 Gläser drin, da wird es halt schwer auf der Nase. Genau, du hast jetzt gesagt, bei dir ist der Verrobter da im Vorteil. Das heißt, der ist für dich, für Augenoptiker auf jeden Fall besser. Wie viele Punkte würdest du dem automatischen Verrobter da geben? Ja, genau. 1 bis 5? Ja, ich sag mal, vielleicht 5 Punkte für den automatischen, 4 für den manuellen und 2 für die Messbrille. Genau, aber so ganz unhandlich ist er ja auch nicht, ne? Das stimmt ja schon. Aus Sicht keine Messbrille ist noch schlechter. Das stimmt. Aus Sicht des Kunden, was meinst du da? Ist das die gleiche Verteilung ungefähr? Komfort, denke ich, ist bei beiden Verrobtern gleich. Also 5. Ja. Am Messbrille würde ich auch nicht über die 2 hinausgehen. Das Ding ist halt nicht bequem. Das ist in den meisten Fällen leider richtig so. Danke für deine Argumente. Gerne. Ja, weiter geht's mit den Argumenten. Wir haben hier 2 weitere Argumente im Chat drin. Einmal die Birgit schreibt mobil. Klar, so ein Verrobter unter den Arm ist teilweise schwieriger. Eindeutig. Das ist auf jeden Fall ein Argument für den Kollegen, für den Augenoptiker. Das ist wohl wahr. Und ich denke mal, da wird die Messbrille ein bisschen vorne sein, ne? Ja, definitiv, natürlich. Ich schätze mal die Punktzahl, liebe Iris. Also ich würde da 5 geben, auf jeden Fall. Das, und die anderen beiden kriegen eigentlich eine 1, weil das ist unmöglich. Nicht mal so ein bisschen einsatzfähig für mobil. Das genau. Ist korrekt. Und dann haben wir noch einen nächsten Punkt von Ralf. Er schreibt Präzision mit der Messbrille. Jetzt die Frage, was ist denn genauer? Tue ich mir jetzt schwer mit dem Einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann Ralf kurz dazu schreiben, bei Messbrille, was denkst du? Was ist da jetzt genauer, was ist nicht genauer? Weil
Genauigkeit ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Da gibt es, glaube ich, einige Argumente dafür und dagegen. Ich sage mal zu genau einen Punkt. Ich sage zum Beispiel mal zu genau die HSA-Korrektur. Fruchttoren sind zum Beispiel grundsätzlich HSA-korrigiert. Das heißt, die einzelnen Linsenpositionen innerhalb des Vorobters sind auf den HSA bereits durchkorrigiert. Das heißt, wenn ich dort ein sehr starkes Glas einsetze, muss ich mich um HSA-Umrechnung und der Glasposition gar keine Sorgen machen. Das macht das Ding nämlich selber, weil die Gläser sind schon so gearbeitet, dass die HSA korrigiert ist. Bei der Messbrille? Nein, da gibt es keine HSA-Korrektur. Das heißt, ich muss theoretisch, wenn ich nicht exakt alle Werte in eine Glasebene packe, nämlich die am weitesten entfernteste, hinterste, das ist der Nennwert, der Nenn-HSA, dann muss ich alles umrechnen. Also da in dem Aspekt würde ich die HSA-Genauigkeit bei dem Vorobter eindeutig stärker sehen. Also Genauigkeit nehme ich jetzt mal wieder raus und unterteile das jetzt zum Beispiel mal in HSA. Da finden wir bestimmt noch mehr Aspekte. Das ist auf jeden Fall perfekt gelöst bei beiden Vorobtoren und bei der Messbrille muss ich es von Hand rechnen. Ich gebe da mal eine 2. Jeder kann übrigens selber seine eigene Wichtung eintragen, weil er denkt, ach nee, das ist für mich ganz fürchterlich, da gebe ich nur einen Punkt. Wunderbar. Macht's einfach, wie ihr denkt. Es soll ja euer persönliche Entscheidungsmatrix sein. In puncto Genauigkeit haben wir bestimmt noch mehr Aspekte, oder? Traut euch. Also ich würde jetzt mal vorauspreschen und sagen, die Achse ablesen. Da tut man sich ja doch bei der Messbrille etwas schwerer wie bei den Voroptoren. Achsablesegenauigkeit. So, auch Punkte Genauigkeit, richtig. Die Achse ablesen bei der Messbrille, meines Wissens sind, die ist kleiner als 5 Grad überhaupt nicht möglich. Also da gibt es gar keine Skalierung. Von dem her ist das doch eher eine 1 bei mir persönlich. Bei einem manuellen Vorobter ist es nicht wirklich besser. Auch da habe ich keine achsgenaue oder gradgenaue Einteilung. Auch da muss ich schätzen, das sieht bei mir auch nicht besser aus. Der automatische Vorobter, da bin ich wirklich auf 1 Grad, kann ich das genau ablesen und auch einstellen. Liegt einfach an den Motoren innen drin, die sind halt so genau. Das wäre bei mir jetzt so diese Punktzahl 5. Jeder kann das selber für sich wichten. Jeder kann sagen, wie viel Sternchen bekommt jedes einzelne Instrument davon. Aber Achsabgenauigkeit ist auf jeden Fall richtig. Wir haben hier noch jemanden, die Birgit möchte gerne was dazu sagen. Ich gebe einmal kurz Sprecherlaubnis. Hallo Birgit. Ja, hallo, hier ist die Birgit Bayer. Grüß Gott. Ich hoffe, ihr hört mich. Wunderbar. Wunderbar. Also, was auch noch ein Vorteil ist mit der Messbrille, ich kann halt mit dem Kunden auch mal aufstehen und zum Fenster gehen und ihn nochmal rausschauen lassen, gerade was Raum-Fernkorrektion angeht. Und auch gerade eine natürliche Körperhaltung habe ich eher. Manche Leute sind einfach unfähig, am Vorobter die Stirn so anzulegen, wie sie es können. Ich schreibe mal ich finde mich zwei separate Punkte. Kopf und Körperhaltung. So, Fernkorrektion mobil. Das heißt, ich kann auch einen Akzeptanztest damit machen. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der da auch mobile Fernkorrektur ist. Ich kann dieses Ding einfach dem Kunden aufsetzen und kann damit in den Laden jagen. Ja, ich kann ihn aus dem Fenster schauen lassen. Ist ein Punkt, der auf jeden Fall gut ist für den Kunden. Für den Augenoptiker? Beide. Eigentlich beide, ja. Ich schreibe mal beide. Natürliche Kopf- und Körperhaltung, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für den Kunden. So sehe ich das auch. Jetzt werden wir die beiden kurz mal einklassifizieren. Also mobile Einsatz für die Fernkorrektion oder zum Akzeptanztest ist auf jeden Fall mit 5 Sternchen die Messbrille, klare Geschichte. Da kann ein Vorobter weder automatisch noch manuell überhaupt mithalten. Bei natürlicher Kopf- und Körperhaltung bin ich spontan geneigt, ihm auch zu sagen, die Messbrille ist da eindeutig im Vorteil. Richtig? Ich würde ihm aber nicht alle Punkte geben. Ich würde ihm tatsächlich nur 4 Punkte geben. Ich persönlich, ihr könnt das gerne machen.
Und natürliche Kopf- und Körperhaltung kann ich beim Phoropter auch machen. Ich kann dieses Ding genauso schräg legen, wenn ich Bock habe. Ja, aber wenn er zum Beispiel liest, nicht. Wenn er was? Beim Lesen, wenn er zum Beispiel am Bild, wenn er mit ihm zu einem Bildschirmarbeitsplatz geht, dann kann er schlecht mitnehmen. Dann kann ich natürlich die Degression auch besser abgleichen, weil ich es einfach schneller tauschen kann mit der Messbrille. Genau, das heißt, ich sag mal, in der Nahglasbestimmung, da würde ich, das würde ich einen extra Punkt nehmen. Das ist in dem Fall auch für einen Kunde, da ist die Messbrille im Vorteil, da würde ich ihm tatsächlich auch, na, ich würde ihm auch nur 4 Punkte geben, vielleicht sogar nur 3. Ich sage gleich mal warum. Aber ich werde sich kurz die Punkte fertig eintragen. Natürlich Kopf- und Körperhaltung. Bei meinem Phoropter würde ich sagen, die Messbrille im Vorteil, der kriegt die 4 Sternchen, der kriegt 3 Sternchen. So, weil ich es auch schräg legen kann. Also richtig einen Nachteil habe ich nicht. In der Nahglasbestimmung habe ich mehrere Aspekte. Da habe ich ja einmal natürlich die diese normale Haltung, das heißt, ich habe einen gesenkten Kopf und sowas. Manche Phoroptoren können das, nicht alle, aber manche können das ja. Was ich aber nicht habe, und da ist die Messbrille wieder im Nachteil, ich habe keine Konvergenz. Das heißt, ich schaue im Prinzip schräg durch meine Messgläser durch. Ich kann es nur für ein Messglas richtig einstellen, die PD. Das heißt, selbst wenn ich eine NAH-PD nehme, habe ich nicht für alle Messgläser die NAH-PD, weil die Gläser eben absolut gerade sind und ich theoretisch eine Konvergenz brauche. Das kann der Phoropter besser. Das ist richtig. Ich denke auch, eigentlich eine Kombination ist immer ganz gut. Also wenn man einen Phoropter hat, sollte man auch eine Messbrille haben. Mhm. Ich denke auch mal, wenn man den Phoropter hat, nimmt man den eher her, weil eben das Handling leichter ist. Wobei natürlich die Gefahr beim Phoropter auch wieder besteht, dass man das Glas zu schnell schaltet und es insofern eigentlich eher den Kunden verwirrt. Bei der Messbrille muss man sich die Zeit nehmen. Mhm. Aber muss man schnell schalten? Nö, aber die meisten machen es. Okay. Viele Aspekte da drin. Super, danke für die Meldung. Jetzt muss ich erstmal noch einklassifizieren, Nahglasbestimmung. Also die Messbrille ist gut, aber sie ist nicht sehr gut. Der manuelle Phoropter hat für mich die Konvergenz mit drin. Das ist schon mal klasse, aber seltene Blicksenkung. Von dem her ist das bei mir eigentlich auch nur 3 Punkte jeweils wert. Was war der letzte Punkt? Ich habe noch einen hast du noch gesagt. Den habe ich aber nicht notiert. Achso, der schnelle Glaswechsel. Genau, Glaswechsel. Ist es ein Vor- oder Nachteil? Ich muss sagen, wenn ich beim Astigmatismus eine Wendebefragung mache, finde ich den schnellen Glaswechsel extrem wichtig, weil ich kann mir den Seheindruck nicht wirklich merken. Das heißt, wenn der nicht schnell aufeinander kommt, dann habe ich ein Problem. Mhm. Wenn ich zu schnell frage, da habe ich auch ein Problem, da kann ich mit der Antwort auch nichts anfangen. Also da bin ich auch bei dir. Ich habe es beim Phoropter doch unter Kontrolle. Das Ding macht ja nichts schneller, als ich eigentlich möchte. Das ist richtig. Also im Prinzip, aber bei einer Messbrille kann jemand, der refraktioniert, kann nicht zu schnell wechseln für den Kunden eigentlich, weil es einfach eine gewisse Zeit dauert. Im Plusbereich kann das von Vorteil sein. Ich schreibe es. Zu schneller Glaswechsel. Die Gefahr besteht bei einem Phoropter eher, das ist richtig, als bei der Messbrille. Bei der Messbrille kann es nicht sein, also bekommt er hier auf jeden Fall die 5 Sternchen. Aber da ich das immer unter Kontrolle habe, würde ich ihm hier nur 4 Sternchen geben und hier eigentlich auch nur 4. Ich kann es kontrollieren. Aber wenn wir schon beim Glaswechsel sind, also wenn wir Wendebefragung machen, das ist auf jeden Fall ein Argument für den Kunden, weil der muss es schnell beurteilen können, was ist es denn? Da ist die Messbrille ein Nachteil, auch nur ein kleiner Nachteil, gegenüber dem manuellen Phoropter, das ist das gleiche wie der Messbrille und da ist der automatische Phoropter tatsächlich schneller. Was ich eintrage, ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Was anderes haben wir noch nicht. Ja, was haben wir denn noch? Ich habe natürlich ein paar Punkte aufgeschrieben, die für mich relativ wichtig sind. Wie ist denn der Eindruck für das Kunden? Ist es ein moderner Laden mit einer Messbrille? Sind wir uns relativ sicher, dass nicht, ne? Traut sich keiner was zu sagen? Also ich bin mir relativ sicher, dass mit einer Messbrille das nicht gerade als modern zählt,
selbst wenn es eine moderne Messbrille ist, das ist halt eine Messbrille. Da zählt auf jeden Fall der Phoropter mehr und der manuelle. Vielleicht wird 4 gilt vielleicht auch noch so halb als modern. Ich würde ihm 3 geben, gilt als sicher als modern. Daniel hat die Hand gehoben. Iris? Hallo. Er kann jetzt sprechen. Hallo. Ja, konnte vorher hallo. Schon sprechen. Ja. Was hast du für ein Argument? Was ist für dich wichtig? Hört ihr mich? Ab und zu mal, ja. Okay. Ihr habt eben Wendebefragung aufgeschrieben. Mhm. Es gibt einen Verdopplungskreuzzylinder in einem elektronischen Phoropter. Ich weiß nicht, ob das eure auch kann. Ja, weil es hat sich, also wir haben sie seit letztes Jahr und bei der Wendebefragung fragt man mal Class 1 oder Class 2 besser. Der Kunde, also ganz viele Kunden, hat unsere Erfahrung gezeigt, die wissen gar nicht mehr, wenn man gedreht hat, wie war denn jetzt 1? Und bei diesem Verdopplungskreuzzylinder sieht der Kunde ständig beide Seheindrücke und kann die ständig miteinander abgleichen. Das fällt ihm viel einfacher zu sagen, unten, oben oder rechts oder links ist besser. Und da würde ich der Messbrille auch nur eine 1 geben und dem elektronischen Phoropter, also dem automatischen, der hat das ja, der manuelle glaube ich nicht, eine 5. Genau. Ich habe einen Simultanzylinder, heißt ja glaube ich offiziell, kurz zur Erklärung, für die, die es nicht kennen, das ist im Prinzip eine, zwei Prismen, die aneinander geklebt sind, die dieses Bild verdoppeln und auf beide Prismen ist jeweils eine Wendelage drauf geschliffen. Das heißt, man sieht diesen Kreis oder die Punkteschar sieht man zweimal und man kann sich dann immer wieder entscheiden, kann den direkt miteinander vergleichen, ist der oder der Eindruck cooler und kann dann wirklich sagen, der rechte ist besser oder der linke ist besser. Im elektronischen Phoropter sehe ich dann, welche Richtung ich drehen muss. Ein kleiner Nachteil hat dieses Ding aber, und zwar, es dreht sich natürlich mit der Achse mit. Das heißt, mal sind die oben und unten zu vergleichen, mal rechts oben, mal links unten, mal rechts und links. In der Kommunikation kann es da einen kleinen Hiccup geben, das ist durchaus möglich, aber für den Kunden ist es super bequem, weil er immer beide Wendelagen gleichzeitig hat und nicht immer fragen muss, können Sie es nochmal zeigen? Das ist schon richtig. Cool. Und nächster Punkt wäre die Schnelligkeit, weil das ist auf jeden Fall mal mit so einem elektrischen Phoropter, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat, braucht man maximal die Hälfte der Zeit. Ja, da komme ich aber wieder zu der Kollegin Bürger, was glaube ich, die es gesagt hat, man kann auch zu schnell sein. Das ist schon richtig. Geschwindigkeit, warum ist es denn schneller? Was ist denn das Argument, warum bin ich schneller mit dem Phoropter? Was denkst du? Ja, die Werte von der Vormessung sind direkt da drin. Du musst die Messbrille mit zusammenbauen. Mhm. Dann machst du ja eigentlich nur noch einen Feinabgleich, weil die Vormessung schon so genau ist. Du spielst hinterher die Werte direkt ins Programm rein. Du musst die nicht mehr aufschreiben. Der Visus ist gespeichert. Also ich würde sagen, locker die Hälfte an Zeit brauchst du nur noch. Und der Kunde, für den Kunden ist es halt auch einfacher und bequemer und ja, stimmt. Wenn es schneller geht, freut die meisten Kunden auch, weil viele haben keinen Bock, da eine halbe Stunde zu sitzen. Ne? Kein Kunde hat Bock, Augenmessen zu bekommen. Jeder hat Bock, eine geile Brille zu bekommen. Viele haben sogar Angst davor und sitzen dann da und sagen, ah, immer dieses Augennachmessen, da habe ich keine Lust drauf. Da weiß ich nie, ob 1 oder 2 besser ist und das ist wirklich hiermit angenehmer für den Kunden. Das heißt, ich höre ein Plädoyer gerade hier in diesem Punkt zumindest für einen automatischen Phoropter? Ja, also ich den manuellen Phoropter. Ich habe auch immer Messbrille gehabt, aber seit letztes Jahr haben wir diesen automatischen Phoropter. Und wenn man dann einen Monat gemacht hat, will man eigentlich keine Messbrille mehr nutzen. Aber das ist natürlich auch eine preisliche Frage. Ne? Das hatten wir oben Gott sei Dank schon mit drin. Ist eine ganz klare Sache. Wenn das ein wichtiges Argument für dich ist, dann kannst du da auch eine höhere Priorität reinsetzen. Ja, dann kann sich durchaus das Ergebnis ändern. Aber gerade in Richtung Schnelligkeit der manuelle Phoropter, wie viele Punkte würdest du dem geben von 1 bis 5? Ja, das ist ja auch schneller wie Messbrille, aber dann würde ich eine 3 geben und Messbrille auch 1. Okay, dann würde ich das mal so eintragen. Das klingt für mich auch ziemlich schlüssig. Ja, einen Punkt hattest du nicht erwähnt, aber das war kurz davor, und zwar Wertevergleich. Wertevergleich würde ich ganz gerne als Argument anbringen, weil das ist für einen Kunden eine geile Nummer, vorher zu wissen, was er kauft. Ja, das sind die Werte, die ich bisher getragen habe. Das sind meine neuen Werte. Ich weiß vorher, was ich kaufe. Ihr kennt das alle. Diesen Vergleich macht jeder Kunde. Und zwar, wenn er die Brille abholt. Ja, dann setzt die neue Brille auf, die wird angepasst und da. Und was macht er als nächstes? Brille auf, alte Brille auf, gucken, sind da 500 Euro dazwischen. Das heißt, der macht ja auch, aber er hat vor dem Kauf gar nicht gewusst, wie geil seine neue Brille sein kann. Das ist ein richtig geiler Vorteil beim automatischen Phoropter-Wertevergleich. Ja, also geht auf Knopfdruck, ja, ne? Geht aber nur beim automatischen Phoropter, muss man sagen.
Aber das geht auch, da kann man ja auch, wenn man eine Messbrille hat und die alte Brille und sagt, so setzen Sie mal ab, ich setze mal die neuen Werte auf, ja, dann ist das schon wieder 3-4 Sekunden her und dann sagt er, ja, ich sehe keinen Unterschied mehr. Das ist nur ein Faktor. Der zweite Faktor macht die eigene Refraktion schlecht, weil die gewohnte Meniskenform in super entspiegelt gegen 4 bikonvexe Scheiben, die nicht entspiegelt sind, hintereinander. Ja. Da kann die Messbrille kaum gewinnen. Also einfach, weil es ein völlig unterschiedliches Sehen ist durch diese Gläser als durch eine gewohnte Brille. Also Wertevergleich, ich glaube, das geht mit dem Phoropta genauso gut oder nicht gut wie mit der Messbrille. Ich würde ihm trotzdem 2 Punkte geben, weil wenn ich Glück habe, hat sich bloß die Sphäre um eine halbe geändert. Das kann ich schnell vorhalten, das geht. Aber mal die Sphäre geändert, die Achse um 10 Grad gedreht und noch den Zylinder getauscht, vorbei. Ja. Geht das nicht mehr. Ja, her mit den Argumenten. Ich finde das richtig geil. Dann bringe ich mal wieder einen, oder? Ich könnte auch noch einbringen. Cool. Iris. Wir haben doch alle mit Messbrille refraktionieren gelernt. Und sich dann zu trauen, umzustellen? Ja. Gutes Argument. Wie nenne ich das jetzt? Gewohnheit? Gewohnheit, Umstellung, ne? Gewohnheit, Umstellung. So, auf jeden Fall ein Argument für den Kollegen. Und die Messbrille ist da, glaube ich, 5 Sternchen wert. Ziemlich weit vorne, ja. Ich weiß nicht, Phoropton gibt es in Meisterschulen auch. Ich weiß, wenn man Refraktion lernt, ist das nicht gerade das Übliche, aber würde der hier bei der gewohnten Umstellung noch ein paar mehr Punkte kriegen? Was sagst du? Ich würde jetzt sagen 3, weil das war schon auch das Tool, was wir neben der Messbrille auch nehmen konnten damals. Und automatisch Phoropter? Gar nicht. Gar nicht? Okay. Ja, also Sternchen gezeigt bekommen, klar, natürlich. Das gibt es fei auch. Aber dann greife ich den Punkt gerade mal auf für die Schulung, Refraktionsschulung. Refraktionsschulung. Also wenn ich jemand Refraktionieren beibringen möchte, will ich immer zur Messbrille greifen. Würde ich sofort machen. Ich begreife, was ich da tue. Ich begreife, einen Kreuzzylinder zu drehen. Ich begreife einen Glaswechsel. Bin ich definitiv bei der Messbrille. Da ist die Messbrille für mich eindeutig 5 Punkte. Genau. Und beim Phoropter sehe ich es zwar auch, aber ich fühle es nicht. Und deswegen würde ich ihm da wirklich Punktabzug geben und da maximale 3 geben. Mehr Punkte wären das für mich nicht. Jeder kann in seine Tabelle eintragen, was für ihn wichtig ist und wie viele Punkte er für was geben wird. Es soll eure Tabelle sein. Ihr sollt die Entscheidungsmatrix selber haben. Da gibt es einen Chat. Für den verkürzten Prüfabstand bevorzuge ich die Messbrille bei LV-Anpassung. Low Vision nehme ich an? Ah, stimmt. Bin zu lang raus. Das sagst du mir. Da möchte ich aber ganz gerne, vielleicht sagt sie mir, warum das so ist gefühlt, warum der beim kurzen Messabstand das gefühlt besser ist. Würde mich nur interessieren. Vielleicht kann sie es schreiben oder sprechen. Kommt nicht. Sprecherlaubnis hätte sie? Nee. Mm-mm. Wäre schön, wenn sie es noch hinterher schiebt, weil noch erschließt sie mir das nicht, warum das bei Low Vision jetzt ein Vorteil sein soll. Aber vielleicht kommt das ja noch. Macht ja nichts. Apropos natürlich. Wir refraktionieren auf 1 Meter. Ja, das ist üblich bei Halo Vision, das stimmt, das kenne ich auch so. Aber das macht für mich jetzt keinen Unterschied oder keinen anderen Unterschied, ob ich das mit dem Phoropter oder bei der Messbrille mache. Sehe ich zumindest das Argument gerade nicht. Natürliche Kopf- und Körperhaltung. Jetzt muss ich noch ein bisschen ärgern. Natürliche Kopf- und Körperhaltung und lineare Polarisation. Also wenn man ein 3D-System hat, ist man außen vor, hat man zirkulare Polarisation, ist die Trennung, egal wie der Kopf gehalten wird, sauber. Aber bei den linear polarisierten Geräten, wie zum Beispiel Projektoren oder alte oder Monitore, die nicht 3D
gebaut sind, da ist die Polarisation relativ empfindlich. Das heißt, wir als Hersteller haben eine Genauigkeit vorgegeben von plus minus 1 Grad, dass die Linearfilter eingebaut sind. Weil, wenn der nicht ganz genau eingebaut ist, habe ich natürlich Schattenbilder. So, jetzt würde ich das aber machen mit einem Kunden, der eine freie Kopf- und Körperhaltung hat. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu kontrollieren. Auf 1 Grad genau gucken kann ich nämlich nicht. Also lineare Polarisation. Da ärgert mich nämlich die Kopf- und Körperhaltung und das geht auf Lasten der Genauigkeit. Da bekommt die Messbrille von mir einen Punkt und die Voroptoren sind da wirklich gut, weil wenn die eingerichtet sind, dann passt die Polarisation definitiv auf 1 Grad genau. Her mit den Argumenten. Oder zerpflückt meine. Ist völlig okay. Gaswechselwertevergleich hatten wir. Komfort für den Kunden hatten wir auch. Ich hätte noch was. Mhm. Gerade in der momentanen Situation mit Corona und Desinfektion und so weiter. Mhm. Infektionsschutz. Also, genau. Infektionsschutz ist auf jeden Fall für den Kunden, für beide. Ne? Beide wollen sich nicht infizieren. Wie schneidet da die Messbrille ab? Ich kann keinen halben Punkt geben. Wie viele Punkte wirst du am manuellen Verropter geben? Bin ich ja auch nah dran. Ja, zumindest muss ich aber nicht jedes Glas einzeln wieder desinfizieren. Also ein bisschen besser vielleicht. Mhm, bisschen besser, also geben wir mal 2 Punkte. Mhm. Und ich würde keine 5 Punkte für den automatischen Verropter geben, weil ich muss auch zumindest das Ding einstellen. Also da muss ich für einen kurzen Moment ran. Also 5 Punkte gibt das bei mir da nicht, sondern auch nur 4. Aber Infektionsschutz ist wichtig. Reinigung und Pflege. Reinigung, hast du ja gleich mit erwähnt, können wir aber direkt mit dazu packen für den Augenoptiker. Die normalen Glassätze sind über 200 Laser. Die reinigen, macht ihr das je einmal in der Woche oder so? Ich fürchte, da schneidet die Messbrille auch schlechter ab beim Verropter. Beliebte Azubi-Arbeit. Ja, nachdem er sei. da ist der Verropter nicht perfekt, kann man nicht sagen, aber ist auf jeden Fall mal deutlich besser, weil den heutigen Verropter habe ich zumindest dieses Wangenschild, ist entweder gesteckt oder mit Magneten befestigt, kann ich austauschen, kann es relativ schnell sauber machen oder auch so ins Ultraschall schmeißen. Und sonst sind die Kisten geschlossen. Das heißt, da brauche ich nichts zu reinigen, außer vielleicht mal übers Frontglas wischen. Aber die ganzen Dinge innen drin sind gekapselt, also da muss man nicht ran. Also, wow. Katja hat noch einen Punkt hier, die Prismenmessung. Mhm. Ja. Ist da was? Was meint sie damit? Bestimmt das, was ich auch immer gedacht habe, dass man mit einem Verropter keine Prismenmessung machen kann. Warum nicht? Das war einfach immer so. Aber vielleicht möchte uns Katja das sagen. Ja, genau. Ich habe da eine ganz konträre Meinung dazu, weil wenn ich Prismen messe, muss ich so machen beim manuellen Verropter wie bei der Messbrille. Ich muss eine Seite ein Horizontalprisma geben, andere Seite muss ich mir aufbewahren für ein Vertikalprisma. So, jetzt haben wir aber in den meisten prismatischen Verordnungen deutlich mehr, weit mehr Horizontalprismen als Vertikalprismen. In der Brille nachher verteile ich die. Bei der Refraktion kann ich es nicht, weil ich eine Seite immer für vertikal aufheben muss. Das heißt, unter Umständen habe ich sogar so weit, und das kennen wir auch alle, wenn von Refraktion, dass das Prisma auf der einen Seite so stark wird, dass der Seheindruck so weit runter geht, der Visus so weit runter geht aufgrund der Abbildungsfehler, dass teilweise dieser Seheindruck von dem Auge gar nicht mehr genutzt wird. Das heißt, das Kreuz ist nur noch halbe da. Und da muss ich sagen, ist so ein automatischer Verropter richtig Gold wert. Wenn ich es nicht will, kann ich es abschalten, aber normalerweise werden die Prismen immer verteilt. Das heißt, immer rechts und links gleichmäßig verteilt. Das heißt, mein Visusverlust geht auf beiden Seiten gleichmäßig runter. Wenn ich eine Amblyopie habe, würde ich es natürlich nur auf eine Seite geben, aber auch das kann ich beim Verropter einstellen. Also
Ich weiß nicht, ob das noch eine andere Meinung dazu gibt, wo du sagst, nee, da ist die Messbrille im Vorteil, dann will ich die Gründe hören. Also bei mir war die Einstellung früher auch immer so, also man kann Prismenmessung nur mit Messbrille machen. Ich habe das so übernommen von diversen Kolleginnen und Kollegen. Habe das dann mal bei dir, Lars, mit einem Verrobter versucht. Und ich glaube tatsächlich ist es anders, aber es geht genauso und meiner Meinung nach auch besser. Mhm. Man muss es tatsächlich mal gemacht haben, da gebe ich dir völlig recht. Wenn einem zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre in der Schule eingebläut wird, das geht nur so, dann ist das für einen die einzige Wahrheit. Dann bleibt die halt auch Wahrheit. Das ist richtig. Aber ich glaube, da liegen die Vorteile. Für mich speziell liegen da eindeutig beim automatischen Verrobter. Auch der manuelle Verrobter hat da keinen wirklichen Vorteil gegenüber der Messbrille. Von dem her kriegen die beide nur zwei Pünktchen. Meine Einschätzung. Jeder füllt sein Tabellenblatt selber aus und schätzt es bitte ganz selber ein. Es soll eure Entscheidung werden oder Entscheidungshilfe für eure für euer Messinstrument, mit dem ihr hauptsächlich arbeitet. Was habe ich denn noch? Oh, eine schöne Geschichte. Eins meiner Lieblingsthemen. Astigmatismus, schiefer Bündel. Daher sind wir nochmal bei Kopf- und Körperhaltung. Was ist der astigmatismus schiefer Bündel und warum stört mich der bei der Messbrille viel, viel mehr als bei irgendeinem Vorrobter. Problem ist, wenn ich nicht exakt zentriert gerade durch ein Messbrillenglas durchschaue, habe ich Abbildungsfehler. Das ist erstmal noch normal. Aber die Abbildungsfehler steigen, wenn diese Gläser nicht der Meniskenform entsprechen, also rund sind wie ein Brillenglas, sondern plankonvex oder sogar bikonvex oder bikonkav, plankonkav. Dann steigen die massiv an. Und jetzt haben wir ein richtiges Problem. Wenn wir eine Seite eine Seite den Astigmatismus messen, schaut der auf ein Sehzeichen und will das erkennen. So, das heißt, er wird sich normalerweise eine Stelle im Glas raussuchen, in der er das Sehzeichen am besten sehen kann. Das muss aber gar nicht die Mitte sein, sondern er sucht sich die Stelle aus, wo zufälligerweise der Abbildungsfehler dem Korrektionswert mehr entspricht als das eingesetzte Brillenglas. Und jeder kennt das, wie Oma da rumguckt mit, das ist er eh. Ja, und da haben wir zwar ein besseres Lesen jetzt in dem Moment, aber wir haben gar keinen richtigen Wert gemessen, weil sie nutzt ja einen Abbildungsfehler zur Korrektion. Das würden wir tatsächlich, wenn die weiterhin durch diese falsche Stelle guckt oder der, würden wir das sogar wegrefraktionieren. Wir würden diesen Fehler neutralisieren, aber sie braucht diesen Wert gar nicht. Die Vorrobter haben auch diese Gläser drin, auch plankonvex oder bikonvex oder plankonvex, plankonkav Gläser, aber der Kunde kann nicht so leicht suchen. Ja, er hat nicht die Möglichkeit, wie beim Brillenglas, einfach mal schnell den Kopf zu drehen, weil dazu ist er zu stabil an dem Gerät. Da haben wir also einen richtigen Vorteil des Vorrobters gegenüber der Messbrille und da ist der manuelle Vorrobter nicht schlechter als der automatische. Da muss man klar sagen, das sind die Riesenvorteile. Aber astigmatisches Schierbündel ist ein richtig dickes Thema. Ihr kennt es alle, aus Sportbrillen. Ja, die Sportbrillen sind ja nur deswegen umgerechnet, weil die schräg durchgucken. Deswegen müssen wir die Sportbrillen alle umrechnen, einen anderen Astigmatismus geben, um diesen Wert zu korrigieren. Puh, lange Rede. Da war aber, glaube ich, noch was im Chat, ne? Also, wir haben hier im Chat einmal, ich kann die resultierenden Prismen berechnen und beim manuellen Vorrobter einstellen. Ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, oder? Ja, natürlich. Um das nachher zu prüfen, ja, während der Messung ist es schwierig, weil ich ja durchaus die Anteile ständig miteinander verändern muss. Ich ändere ja horizontal noch ein Stückchen und wieder vertikal ein bisschen. Das muss ich jedes Mal umrechnen und einstellen. Da kann man nicht so richtig vergleichen. Also um das nachher zu checken, da kann ich es verteilen. Das stimmt, aber während der Messung glaube ich eher nicht. Genau. Und Birgit sagt, das machen sie aber am Vorrobter auch. Das war, glaube ich, den schärfsten Punkt suchen. Ja, aber das es ist schwieriger. Ja, es ist deutlich schwieriger, aber es ist tatsächlich möglich, das ist richtig. Vielleicht muss ich muss ich einen Punkt abziehen. Habt ihr recht. Das heißt, es ist besser, aber es ist nicht perfekt. Ja, bin dabei. Da war noch mehr im Chat, oder? War das jetzt alles? Ich habe den Chat nicht unter Kontrolle, Iris. Ich habe alles unter Kontrolle, alles gut. Wenigstens einige. Thorsten schreibt, Eindruck neuer Refra-Werte in der natürlichen Umgebung, also mit Blick aus dem Fenster.
Genau, hatten wir tatsächlich hier. Fernkorrektion mobil. Das ist ja das, was die Kollegin auch gesagt hatte. Ne, dass wir da so eine, ja, so eine Fernprüfung oder eine Akzeptanzprüfung machen können, weil das Ding mobil ist. Hm? Wichtiger Punkt, absolut richtig. Ich hab noch vielleicht einen. Könnten wir zwischendurch mal die Prioritäten vergeben. Das sollte jeder selber machen. Du kannst ja mal für dich deine Prioritäten vergeben. Okay, wenn ich meine Prioritäten vergeben, und deswegen habe ich hier tatsächlich auch so eine Gruppierungsmöglichkeit gemacht, würde ich sagen, ist das Allerwichtigste für mich die Genauigkeit. Für mich speziell. Das kann ich hier gruppieren, das sehe ich nur die Sachen, die Genauigkeit sind. Die Genauigkeit würde ich persönlich immer doppelt so hoch werten wie alle Argumente, weil das Einzige, was ich hier mache, ist Augenmessen. Und wenn ich die Augenmessung nicht perfekt hinkriege, kann ich mir den Rest sparen. So, also jetzt habe ich diese einfach mal auf Prio 2 gesetzt. Meine persönliche Meinung. Ja, manche sagen, Genauigkeit ist nicht so wichtig wie die Bequemlichkeit des Kunden. Der möge die Prioritäten bitte anders setzen. Ist völlig okay. Auch völlig legitim. Sage ich gar nichts dagegen. Aber das ist mein persönliches Ding. Ja, ein Punkt, der normalerweise gleich am Anfang kommt, der kam diesmal noch gar nicht. Und zwar die körperliche Nähe. Die körperliche Nähe. Ich muss in den Bereich des Menschen eindringen, die zu seinem Intimbereich gehört. Das heißt tatsächlich so. Die wird normalerweise in der Literatur angegeben, alles was unter der Entfernung ist, in dem man sich die Hand gibt. Das ist der Intimbereich. Ja, das wird meistens so mit 60 Zentimetern angegeben. Da sollte man eigentlich nur als Partner rein oder in kurzen Situationen wie Hand geben. Ja, oder mal was überreichen. Da sollte man in diese Entfernung rein. Normalerweise sollte man sich, wenn man gut befreundet ist, im Bereich bis zu 1,20 Meter aufhalten. Und Fremde, und dazu müssen wir uns leider zählen, sollten über 1,20 weg sein, um nicht in den Privatbereich des Kunden zu kommen. Also solche Angaben werden dann normalerweise gemacht. Warte mal, ich habe da, glaube ich, stoppen. Und momentan ja eher 1,50. Momentan auf jeden Fall 1,50, ja. Warte mal, ich habe das hier, genau, habe die Webseite nämlich schon mal aufgemacht. Wann ist nahezu nah? Da gab es dann jemand, der sich damit beschäftigt hat, der Herr Hall. Und der hat gesagt, hier Intimzone bis zu 60 Zentimeter, persönliche Zone bis zu 1,20 und die soziale Zone, gesellschaftliche Distanz 1,20 bis 3,60. Ja, also wir sollten uns zumindest mal da bewegen. Und die öffentliche Zone beginnt sogar erst nach 3,60. Das ist also dann erst so weit ran. Also da glaube ich, ist es ziemlich eindeutig, dass wir da diese Sphäre verletzen. So, Entscheidungsmatrix wieder mal anschalten. Genau, also ein Punkt, der normalerweise sehr schnell kommt, der jetzt noch nicht kam, deswegen ergänze ich ihn einfach mal, ist sozial verträgliche Entfernung. So ist für uns als Optiker wichtig, aber da haben wir, glaube ich, den Kunden im Hauptfokus drin. Da ist die Messbrille leider ganz schlecht. Der manuelle Vorrobter ist nicht besser. Da ist tatsächlich nur der Autovorrobter, der uns da was geben kann. Wir haben noch zwei weitere Punkte. Also Ralf fragt sie erstmal, wie ist das mit der Achteldioptrie? Da sehen wir dann einen Unterschied zwischen Messbrille und Vorrobter. Weil ich habe bei Messgläsern eine Achteldioptrie. Wenn sie nicht im Kasten sind, kann ich sie nachkaufen. Ich habe sie aber auch im Vorrobter drin. Zumindest mal im automatischen. Im manuellen habe ich sie auch über die Sonderglasscheibe. Und zwar ist ja diese eine Scheibe, in der man so Polarisation reindreht, Auge zu und aufmacht, da gibt es auch meistens noch eine Achteldioptrie zum Zuschalten. Das ist aber unpraktisch, ja, weil ich muss ja die Achtel oben einschalten, muss über Polarisation, weiß ich was, drüber drehen, ja, um das nachher wieder wegzuschalten. Also im manuellen Vorrobter ist es unglücklich gelöst, muss ich sagen. Im automatischen ist es gut gelöst und in der Messbrille finde ich es ehrlich gesagt auch gut gelöst. Ja, eine Achtel. Dann wäre das ein Minuspunkt für den manuellen Vorrobter und Pluspunkte für Messbrille und automatisch. So sehe ich das auch. Eine Achteldioptrie. So, da ist das für mich, das ist Punkt Genauigkeit auf jeden Fall. Die Messbrille ist da cool drin, da ist der Autovorrobter cool drin und da ist der manuelle Vorrobter. Nee,
es ist ja drin. Ist mir nicht bequem. Wie ist das beim Zylinder, fragt er jetzt noch. Beim Zylinder ist es tatsächlich so, dass ich das nur bei der Messbrille kenne. Ich kenne das nur bei der Messbrille, die Achtelzylinder. Die Frage ist, ob eine Achtelzylinder, die wirkt ja halb so stark wie die Sphäre von der Bildverschlechterung. Das heißt, wenn ich eine Achtelzylinder messen würde, muss ich folgerichtigerweise eine 16. Sphäre messen, sonst ist das unlogisch. Dann mach doch aus der 5 beim automatischen Phoropter eine 4. Ei, ma'am. Weil da geht's nicht. Stimmt. Thorsten hatte hier noch einen Punkt, und zwar die Beobachtung des Kunden, also der Augen hinter der Messbrille, ist das möglich? Augenbewegungen, Zittern und Kneifen ist hier sichtbar. Gesichtsausdruck. Für was ist das wichtig? Für den Kunden oder für mich? Für den Optiker. Mhm. Für den Augenoptiker ist das wichtig, und da ist die Messbrille im Vorteil, ne? Ja. Und bei den Phoroptoren? Ich sehe ab hier. Gleich, genau. Wie viele Punkte? Vom Bauchgefühl her würde ich mal 1 bis 2 Punkte geben. Jo. Ja, 2 Punkte gebe ich da auch nicht. Ja. Aber da sind die auch gleich. Jo. Sehe ich auch so. Mimik-Gesichtsausdruck. Schickes Ding. Was habe ich denn noch hier? Einfach anpassbar steht bei mir noch als Kriterium. Wie lange brauche ich, um einen Phoropter anzupassen? Wie lange brauche ich, einen Autophoropter anzupassen? Wie lange brauche ich, eine Messbrille anzupassen? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange du brauchst, aber ich brauche für eine Messbrille mittlerweile relativ lang. Die soll ja auch sitzen. Anfassungskomfort, sag ich mal. So, ist ein Vorteil für beide, ne? Bei mir, ich mag nicht, wenn der Kunde, der Optiker an mir rumfummelt. Also die Messbrille ist da, glaube ich, ganz stark im Nachteil. Den Autophoropter, der ist sogar richtig cool, wenn er gekoppelt ist mit dem Autorefraktor oder mit dem Scheitel, weil der kann die Daten von der PD nämlich gleich mit rüberziehen. Das heißt, die sind schon eingestellt. Ich muss nur noch die Höhe kontrollieren. Das finde ich immer smart. Also 5 Punkte. Beim manuellen Phoropter, das geht auf jeden Fall schneller einzustellen als die Messbrille, klar, aber ich muss die PD noch einstellen. Also schlechter als der. Ich sag mal 3. Meine Entscheidung. Würde ich auch sagen. Fühlt sich für mich so an. Ich weiß nicht, ob ihr rechts auf diese Bewertungsskala schon guckt, in welche Richtung sich das gerade so bei mir bewegt. Bei euch mag es komplett anders sein. Das war nicht überraschend, Lars. Ich habe mir über das Zeugs halt echt Gedanken gemacht, muss ich wirklich sagen. Was habe ich denn noch? Ach, komm, passt ja auch gut dazu. Datenverbund. Ich kann mit dem automatischen Phoropter kann ich die Daten per Knopfdruck rüberspielen. Beim manuellen nicht und bei der Messbrille auch nicht. Muss aber Geräte haben, die zueinander passen. Gibt nur 4 Punkte. So. Für mich. Da ist noch was im Chat passiert? Nee? Nee. Gut. Wie sind denn so die Zwischenstände bei den Leuten? Schreibt mal kurz im Chat, wie bei euch so die Prioritäten im Moment aussehen. Haben wir noch einen Messbrillengewinner da? Einer, der sagt, ja, bei mir höchste Punktzahl bei mir bisher bei der Messbrille. Würde mich sehr freuen, wenn ich ehrlich bin, weil dann wäre das Ding fair. Traut sich keiner. Dann gebe ich mal noch einen Punkt, den wenige Kollegen so wirklich kennen. Und zwar den vestibulo-okularen Reflex. Hört sich toll an. Ist für uns Augenoptik ein ziemlich wichtiges Ding und lernen wir ganz selten. Hat es von euch jemand schon mal gehört, den vestibulo-okularen Reflex? Kennt jemand? Kennt keiner? Erkläre ich kurz. Das ist ein Begriff aus der Okulomotorik, also aus der Augenbewegungskunde.
Und der sagt, dass wir als Menschen tatsächlich einen Reflex haben, die Augen gerade zu halten. Das heißt, wenn mein Auge jetzt so steht und ich neige meinen Kopf, ja, dann bleiben die Augen so stehen. Die gehen nicht, wie man denken möchte, mit. Nein, das tun sie gar nicht. Sie bleiben so stehen. Wenn ich mir jetzt meine Zylinderachse vorstelle, die ich hier drin habe, und der Kunde hat seine natürliche Kopf- und Körperhaltung mal so und mal so, dann ändert sich die Augenposition senkrecht überhaupt nicht. Aber mein Brillenglas ändert sich ständig. Und damit auch die eingebaute Achse. Das heißt, je mehr Bewegung ich da erlaube, umso unsicherer wird meine Achse, weil wenn ich so messe, bekomme ich eine andere Achse raus, als wenn ich so messe. Und zwar 20 Grad. Ja, 10 Grad so, 10 Grad so, sind gleich passiert. Also wirklich nennenswert. Und diesen VOR, den kennt man in der Augenoptik irgendwie ganz wenig. Ich weiß gar nicht warum, weil das ist für mich ganz entscheidend, welche Richtung der den Kopf hält. Und wenn ich so einen Schiefhals habe, solche Leute gibt es ja, so einen Klaus Klebers, der immer so läuft, dann muss ich den auch immer so messen. Ja, da muss ich auch den Vorhopter so kippen. Das muss ich so machen. Und muss bei der Messbrille aufpassen, dass der auch den Kopf immer so hält. Und nicht sagt, hey, wenn ich den Kopf aber so drehe, sehe ich ein bisschen schärfer, weil der seine Achse korrigiert zu der Achse, die er braucht oder die er haben will in dem Moment und nicht die eigentlich für seine Kopf- und Körperposition richtig wäre. Also VR. Ein für mich toller Punkt. Und da ist idealerweise gar nichts, muss ich klar sagen. Die Voroptoren sind da im Vorteil gegenüber der Messbrille, weil die Messbrille immer instabil ist. Ich erlaube ja jede Art von Körperbewegung und damit auch ständig eine andere Achse. Hat man das einigermaßen verstehen können? Iris sagt, dass ich doof war. War gut, okay. Daumen hoch. Ja, her mit den Argumenten. Haben wir noch was? Wir haben schon relativ viele Punkte. Und jetzt wird auch klar, warum das so eine heilige Kuh oft ist. Ja, weil es sind so viele Kriterien, nach denen ich entscheiden muss, was ist denn das beste Instrument für mich. Die kann ich nicht auf einmal überblicken. Und wenn ich sie dann noch priorisieren muss, ja, dann wird diese ganze Sache wirklich unübersichtlich. Und deswegen glaube ich, ist das ziemlich so eine Entscheidungshilfe, glaube ich, ziemlich cool, weil man kann wirklich alles aufschreiben, was interessiert, kann sagen, das ist für mich wichtig, das ist für mich weniger wichtig und der rechnet einfach mal einen Score aus, was ist denn rechnerisch zumindest für mich das Ideal. Dann fragen wir doch mal eine kleine Umfrage. Welches Tool hat die höchste Leistung bei dir? Das heißt, wo sind die meisten Punkte im Moment verteilt? Ihr tippt in Abstimmungsfenster, könnt ihr einfach mal reinklicken. Und eine zweite Frage ist auch noch drin. Und deine Erkenntnis nach der Diskussion. Ich bin mit meiner bisherigen Wahl bestätigt. Toll, ja, super. Ich überlege, mein Reflexionstool zu ändern. Ich habe neue Argumente gehört, die mir wichtig sind. Und ich werde in Refraktionstechnik investieren. Wer da übrigens einen Punkt macht, bitte gleich E-Mail-Adresse an die Iris schicken. So, ein paar trauen sich schon, reinzuklicken. Und ich freue mich, dass es sehr schön verteilt ist. Iris, siehst du das auch? Die Balken, wie sie sich bewegen? Die anderen sehen nämlich die Ergebnisse noch nicht. Die sehen nur wir beide gerade. So, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal einen Schnitt und zeige euch, wie ihr abgestimmt habt. Also es haben nicht sehr viele teilgenommen, aber die teilgenommen haben, die haben zumeist zu 53% den automatischen Voropter als Sieger drin gehabt, aber auch 40% die Messbrille, was mich sehr freut. Manuelle Voropter nur eine. 60% ist aber mit der bisherigen Wahl bestätigt, 13% überlegen sich, Refraktionstool zu ändern, aber mehr als die Hälfte, 53%, haben zumindest mal neue Argumente gehört, die ihnen wichtig waren. Das finde ich schon mal gut.
Das Sheet könnt ihr einfach erweitern, um wenn ihr neue Punkte habt, die euch wichtig sind. Oder einfach mal mit ein paar Prioritäten spielen. Was ist, wenn ich den Kunden in den Fokus setze? Was ist, wenn ich Genauigkeit in den Fokus setze? Was ist dann das richtige Instrument für mich? Und wenn da Fragen auftauchen mit, wie ist es denn eigentlich, komme ich mit so einem automatischen Vorobter klar, dann habe ich tatsächlich zwei Videos vorbereitet. Hier ist ein Moment. Zwei Videos vorbereitet, die ihr euch da reinziehen könnt, sind auf YouTube. Könnt ihr einfach bei Deutsche Augenoptik AG suchen, da findet ihr die beiden Links. Das ist einfach mal so ein Refraktionsablauf mit 3D-System und Refraktionsablauf mit einer klassischen Refraktion. Durchgeklickst, einfach um zu gucken, wie funktioniert das alles. Dass ihr einen kleinen Eindruck davon kriegt. Die Tabelle nochmal einblenden, bitte. Klar, mache ich gerne. So, das sind jetzt alles auf dem Bildschirm, was wichtig ist. Genau, vorher war der letzte Punkt. Könnt euch einfach einen Screenshot machen, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt aber dieses Webinar auch einfach nachher auf YouTube nochmal anschauen. Das wird in den nächsten Tagen da auch reingestellt. Da könnt ihr die ganze Diskussion auch nochmal nachhorchen und vielleicht andere Wertungen reinsetzen, die für euch vielleicht wichtiger sind oder andere Prioritäten setzen. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Guck mal, fast Minuten genau. Schau mal, liebe Iris. Sehr gut. Cool? Dann bleibt es noch hinzuweisen auf unsere lieben Kolleginnen und Kollegen vom Außendienst. Die freuen sich nämlich, wenn ihr Fragen zur Refraktionstechnik habt, auf einen Anruf, eine E-Mail oder eine Brieftaube, was ihr mir losschicken möchtet. Die Kollegen sind alle in Refraktion so fit, dass sie euch da wirklich beraten können. Und wenn nicht, sind wir im Backoffice da auch noch für euch da. Also einfach mal anrufen und sagen, Moment mal, ich habe da gehört, Komma, das. Da werden wir Antworten finden. Zusammen bitte einfach anrufen bei den Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten war es von meiner Seite. Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Liebe Iris, danke für dein vieles Lesen und Kommentieren und deine schönen Argumente. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß, wenn ihr für einen neuen Vorobter entscheidet von der DAO. Ich würde es wirklich begrüßen. Natürlich, wenn ihr bei der Messbrille jetzt immer noch seid und sagt, ja, das ist immer noch mein Tool, weil die wichtigsten Argumente liegen für mich bei der Messbrille, dann super. Ich finde das wirklich klasse. Ich finde es wirklich gut, wenn man sich für was entscheidet und auch die Argumente kennt, als wenn man es einfach nur eine Bauchentscheidung macht. Insofern finde ich das klasse, wenn ihr da einfach mal ehrlich reinklickst. Ja, dann tschüss, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.